geleitet von Chagayev. Und dann kam die Linke hinterher und die traf erneut den Kopf von Kalimir. Dem gelingt es eigentlich nicht, mit seiner linken Führhand Chagayev auf Distanz zu halten, weil die lässt er einfach stehen, die schlägt er überhaupt gar nicht. Im Prinzip ist das ein hinausgereckter linker Arm. Ein bisschen leichter, Herr Gähn. Mehr Schläge. Du musst treffen. Du musst langsam anfangen zu treffen. Dreierkombination. 1, 2, 3. Und mit der rechten musst du abschließen. Wenn er mit der rechten kommt, dann musst du auch kontern. Verstehst du? Ja, und das ist ihm ja hier gelungen. Hier kommt erstmal die rechte, die bereitet vor. Und dann kommt die linke hinterher. Die sitzt zwar nicht voll im Ziel, aber auch die hat Wirkung hinterlassen, zumal dann ja noch eine zweite hinterher kam. Das sah eher nach Innenhand aus. Und der Kampfverlauf sieht bislang aus nach einem Punktvorsprung für Ruslan Chagayev. Hier, das war mal so ein Versuch eines Aufwärtshakens von Mien. Mien schlägt selten. Hier machte er mal diesen Versuch. Dann war die Verteidigung offen und genau da hinein pfefferte Chagayev dann wieder seine linke. Und die traf auch hier den Australier gleich mehrfach. Und das ist genau das, was Magomed Chaburov, sein Trainer, in der Pause gesagt hat. Wenn er mit der Rechten kommt, dann musst du kontern. Und das hat er gemacht. Und hier ist die Wertung von Ihnen zu Hause. Ja, die erste vielleicht ein bisschen ausgeglichen. Aber die anderen Runden gingen an Ruslan Chagayev. Und so wie es aussieht, auch diese vierte Runde. Und immer wieder kommt die linke Schlaghand des Usbeken ins Ziel. Und er muss sich ja erstmal wieder finden. Er muss versuchen, sein Selbstvertrauen zurückzubekommen, das gänzlich verloren ging gegen Wladimir Klitschko. Da war er mehr Opfer als Gegner. Da wurde er vorgeführt. Und da ging vieles kaputt, auch innen in seinem Herzen. Da trug er sich damals auch mit Rücktrittsgedanken, aber nur kurz. Und dann startete er den nächsten Versuch. Und sein Ziel heißt auch Wladimir Klitschko. Aber daran ist erst zu denken, wenn er Hay möglicherweise vor die Fäuste und mit diesen aus dem Weg räumt. Also die rechte Schlaghand von Kalimien ist geradezu eine Einladung für Ruslan Chagayev, mit der linken zu schlagen. Denn die hängt so tief, dass das Ziel, das Kinn, sich häufig frei präsentiert. Und es wurde ja nur oft genug auch getroffen. I'm telling you that right now. I told you if you ever get on the ropes, to tie this guy up. Yep. Don't try to fight this guy with a rope, all right? The guy winning the fight on the ropes. Keep him in the middle of the ring, Kelly. You got to back this guy up. Okay? Also versuche ihn in der Mitte des Rings zu halten und lass dich nicht auf eine Prügelei mit ihm an den Seilen ein, denn das ist seine Stärke und diese Stärke demonstriert Ruslan Chagayev auch in diesen Zeitlupen.
eine ganze Reihe von guten Treffern, wenn auch noch nicht diese 100%igen absolut ins Ziel. Aber auch die tun weh, auch die hinterlassen Wirkung und unterminieren die Moral von Carly Lien. Nach wie vor gelingt es Ruslan Chagayev, den Gegner am Seil zu stellen, ihm den Weg zu verbauen. Und da ist Mien mit 40 auch ganz einfach zu langsam, um dann sich zu befreien, wegzulaufen. Oh, gewaltige linke, aber am Ziel vorbei. Ja, außer Huhu und Bubu kommt nicht allzu viel von Carly Mien. Chagayev etwas ruhiger jetzt, abwartend. Gute Vorbereitung ist wichtig. Und dann die zweite Hand ist noch wichtiger und die kommt hier zweimal auf der linken Außenbahn. Ja, in der linken von Carly Mien steckt überhaupt nichts. Damit kann er nichts vorbereiten. Er verlässt sich allein auf seine rechte, aber die hängt ja so tief, dass Chagayev da oben immer wieder cross seine linke ins Ziel bringen kann und auch diese Runde für sich entscheiden. Sehr schön, wunderschön. Ganz gut machst du das. Du fühlst es ja jetzt schon, du spürst es. So musst du es machen. Nichts mehr, ganz ruhig bleiben. Und nicht zu schnell mit der linken kommen. Ganz leicht die Faust fliegen lassen. Und dann die rechte von der Seite. Also ein sehr zufriedener Magomed Chaburov. Und hier im Infight liegen die Vorteile von Chagayev gegen den Langen. Und der tut ihm natürlich auch noch den Gefallen, dass er den Körper nach unten vorbeugt und dadurch Chagayevs Faust nicht so weit nach oben gehen muss, um ins Ziel zu kommen, sondern in etwa auch als linke Gerade oder als Cross geschlagen.